Ja, auch von meiner Seite. Guten Abend. Ich freue mich, dass es heute zu einer Einigung gekommen ist zwischen dem SCDFK Leipzig und dem Deutschen Handballbund. Ich freue mich auf die Zukunft natürlich mit dieser sehr ambitionierten jungen Mannschaft in Zukunft zu arbeiten. Dass ich überhaupt in dem engeren Kandidatenkreis war, dass ich ab Sommer diese Mannschaft als Trainer Deutschlands betreuen darf, habe ich dem SCDFK Leipzig zu verdanken. Wir haben mit tollem Handball auf uns hier aufmerksam gemacht. Ich habe nie irgendwelche Stöcke zwischen die Beine geworfen bekommen, sondern konnte in Ruhe hier meine Vorstellung umsetzen und habe dadurch eine Mannschaft formen dürfen, die erfolgreich spielt in meinen Augen und die attraktiv spielt. Und das hat dazu geführt, dass der Deutsche Handballbund auch auf mich aufmerksam geworden ist. Also dort nochmal ausdrücklich herzlichen Dank. Ich kenne die ambitionierten Ziele des Verbandes, der Mannschaft, aber ich weiß auch mit der Art und Weise, wie diese Mannschaft Handball spielt, dass es zusammenpassen kann und dass man, und das ist mein Ziel, diesen Weg fortsetzen möchte, erfolgreich fortsetzen möchte. Dago Sigurdsson hat hier Unglaubliches geleistet, eine hervorragende Entwicklung dieser Mannschaft gegeben. Und ich hoffe, dass ich diese Entwicklung weiter vorantreiben kann und wie angesprochen die Ziele erreichen kann.